Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und yep, ich weiß, ihr seid geschockt. Wo ist der Assi-Trainingsanzug? Noch dazu, was ist das für ein Hintergrund? Ich bin gerade zu Besuch bei meinen Eltern. Die, die mich schon länger verfolgen, die wissen, das ist auch der Hintergrund, den ich immer über Weihnachten so habe. Und ja, deswegen sieht heute alles ein bisschen anders aus, nur der Content wird gleich bleiben und ich versuche, die Asozialität vielleicht mit anderen Dingen aufzufangen. Hier unten steht ein Kasten Bier. Und ich versuche das Ganze auf ein Specki-Niveau zu bringen. Nein, war nur ein Spaß mit dem Kasten Bier. Aber wir schauen uns heute Folge Nummer 4 von Forsthaus Rampensau an. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Die letzte Folge war schon sehr, sehr grenzwertig. Könnte man auf jeden Fall sagen, Adrian von Temptation Island hätte es geliebt. Und wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt doch mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen direkt rein und es geht los mit der ersten großen Nominierung, die hier bei Forsthaus Rampensau unter dem Namen der Absägeabend, Doppel A, Anonym Alkoholiker, steht. Boom! Beim ersten großen Absägen sind Sarah und Stefan sowie Lydia und Johannes geschützt. Einer muss der Erste sein und einer muss der Letzte sein. So schaut's aus und Gitti bringt das Ganze hier wieder auf den Punkt und mich würde es jetzt schon sehr stark wundern, wenn Kevin und Syed nicht die Ersten sind, die hier das Haus verlassen müssen, denn das war schon asozial, was der Kevin beim letzten Mal da so gebracht hat. Du bist mit AIDS vergiftet. Ich habe das im Nachhinein so ein paar Leuten erzählt, die auch alle Trash lieben. Und dann habe ich da mal so angedeutet und gesagt, was der für eine Line gebracht hat. Und es zählt ja hier nicht, dass das im Rap-Battle-Kontext ist, weil er sich ja da eben nicht wie bei 8 Mile in einer Arena befunden hat. Und als ich das so gesagt habe bei den Leuten, die waren echt geschockt. Die haben gesagt, das ist wirklich mit das Krasseste, was wahrscheinlich so im Trash bisher jemand von sich gegeben hat. Ja, für mich sind da ein paar Grenzen überschritten worden. Für den einen tut es mir extremst leid. Für den Syed, weil er einfach ein Lehrer ist. Ja, für den Kevin, ja, einfach schenken. Geh einfach schenken. Ich liebe die Österreicher. Also, Shoutout. Und ich weiß, viele von euch, die aus Österreich sind, die schreiben immer wieder unten in die Kommentare, ja, aber wir sind nicht alle so. Weiß ich natürlich, das ist halt Trash-TV und es gilt tatsächlich als das Proletenformat überhaupt. Syed und den Kevin. Mich interessiert, kriegen wir alle Kugeln ab oder gibt es auch ein paar Querschläger in andere Richtungen? Also ich bin mir fast sicher, dass die da mit 100% Quote rausfliegen. Wahrscheinlich wird Syed seinen Sticker selbst bei denen hinhängen. Wen würden wir gerne noch länger da haben? Und da ist halt bei uns die Entscheidung gefallen, als von Menschen her, dass wir den Syed lieber da haben wollen als euch beide. Ratatata. Ja, die erste Nominierung hier für Specki und seine Natascha. Ich denke mal, die werden auch nicht lange in dem Format bleiben, obwohl der Gedanke ist natürlich, man wählt irgendwann die Stärksten raus. Erst die Nervigsten. Ich glaube, in so ersten Runden fliegen immer die Nervigsten, mit denen man nicht zurechtkommt. Und dann eigentlich eher die Stärksten, weil die Schwächsten können ja lange drin bleiben. Außer es gibt wieder so eine Aktion von Specki wie am ersten Abend. Legendär. Ja, dann könnte der auch bald fliegen. Also, was haben wir hier gehört? Paloma, vom Menschen her ist es halt einfach so, kommen die mit dem Syed klar und Syed kann ja eigentlich gar nichts dafür. Am Anfang fand ich den auch ein bisschen weirdo-mäßig, aber der hat sich relativ schnell gefangen, weil der auch, glaube ich, selbst so ein Problem damit hat, wie Kevin da agiert hat. Syed, das tut mir furchtbar leid. Ich habe dich echt, echt lieb gewonnen und das Gespräch gestern in der Sauna war wirklich, wirklich erfrischend. Und Kevin, wir haben auch gestern geredet und dir solche Fauxpas erlaubt hast, zeigt mir nur, dass das Gespräch eigentlich unnötig gewesen ist. Ah, bin ich mir nicht ganz sicher, denn normalerweise, so wie wir in Folge 3 kennengelernt haben, hätte der schon 8-mal geschrien, es tut mir leid, es tut mir leid. Ohne zu wissen, um was es überhaupt geht. Ich entschuldige mich. Wenn ich für eine Sache stehe, dann ist es Mensch ist Mensch. Es ist mir scheißegal, wer woher kommt, wer welche sexuellen Vorlieben hat. Sowas zu sagen ist unterirdisch und da wäre auch ich nach so vielen Formaten körperlich tätig geworden und hätte so eine geclasht, dass da der Schädel 5 Tage lang dreht. Hast du mich verstanden? Ich habe alles verstanden. Und applaudiere ich gerade wirklich einer Gewaltandrohung? Natürlich nicht. Calm down. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie die Worte wählen. Nicht, dass sie ihm jetzt eine klatschen würde. Das ist nicht gut zu heißen. Aber trotzdem, dem muss das wirklich mal bewusst werden, dass das halt einfach nicht cool ist. Und immer das Argument zu wählen, ja, ich bin nicht gemeint. Ich habe gerade gesagt, es ist nicht ernst gemeint. Ja, das bringt halt auch nichts. Und sowas hat nicht nur hier, im TV generell und eigentlich ehrlich gesagt auf der Welt gar nichts verloren. Woo!
Der Mann ist 29 Jahre alt. Und ich will gar nicht wissen, wie der sein echtes Leben bestreitet da draußen. Abgesehen. Ja, wahrscheinlich nicht viel besser, aber ich könnte... Nee, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass der merkt, dass das blöd war. Ich glaube, der wird sich so öffentlich schon entschuldigen dafür, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich gecheckt hat. Ist pure Spekulation. Nur ich rede jetzt, weil ich bin das Arschloch. Carmen, ich habe dich gestern schon gerochen, dass du mich rauswerfen wirst. Du hast einfach gesehen. Ja. Und ich will ja nicht sagen, dass wir uns da alle eine Scheibe von ihm abschneiden können, denn er hat das gespürt, er hat's gesehen. Okay, zugegeben, sie hat es auch zu ihm gesagt, aber das Gespür war richtig. Ja, offensichtlich. Und? Johannes, ob du es annimmst oder nicht, nochmal Entschuldigung für die Laien. Und wir haben uns entschieden für ein paar, weil die haben am ersten Tag auch gesagt, dass sie nicht wollen und dann wieder wollen. Aber das bringt jetzt sowieso nichts mehr. Und das ist das Späte. Zweite Stimme für Specky und Natascha, aber ich glaube, die können sich entspannen und sich ein bisschen zurücklehnen und die Show genießen, denn viel, viel mehr Stimmen, glaube ich, werden sie nicht bekommen. Und dass Specky entspannt ist, hört man an einem ganz ruhigen und offensichtlichen Signal. Da haben wir's. Ich entschuldige mich auch nochmal bei dir, dass ich gesagt habe, dass du übergewichtig bist. Ich bin einfach nicht cool, was soll ich machen? Du glaubst, du bist ein cooler Typ. Ich bin kein cooler Typ. Aber du solltest einmal überdenken, ich bin nicht cool, ob das, was du verzapfst, cool ist. Ich liebe diese Frau. Also Gitti ist halt wirklich immer on point. Die hält nicht zurück, der ist auch egal, ob sie in die Konfro geht. Klar, jetzt ist Kevin natürlich ein leichtes Ziel, er wird von allen kritisiert. Wenn das jetzt überhand nimmt, finde ich das auch nicht cool, aber ich glaube, der braucht einfach mal einen Denkzettel. Und gerade von so einer Person wie Gitti sind schon Worte, die einen treffen sollten, müssen, könnten. Und dann mal nachdenken, es ist nicht ernst gemeint, sag ich trotzdem. Ja, aber du kannst nicht bei jedem Satz, den du sagst, es ist nicht ernst gemeint. Es ist oder mal los. Falls ich jemanden persönlich beleidigt habe oder angegriffen mich habe. Mich kannst du nicht beleidigen, weil ich weiß, dass du deppert bist. Weil ich weiß, dass du deppert bist. Ich finde den so schwer zu greifen. Ich frage mich, ist der wirklich so? Merkt er das? Wird denn das irgendwie so wehtun, dass der darüber nachdenkt? Deine einzige Sache, die ich da bereue, hätte ich die Möglichkeit gehabt, ich würde die Klinge dahin machen. Und Said, ja, das hat man halt gemerkt, der ist da stark zurückgerudert und das nehme ich ihm schon so ein bisschen ab, dass der einfach da schon gedacht hat, boah, das ist zu krass, das ist zu heftig, allein das Echo nach außen, allein das Echo in diesem Haus, man sieht es, das geht halt einfach gar nicht, das ist krass, beleidigend und hat halt in diesem Rap-Kontext nichts zu tun. Und ich verstehe halt auch nicht, dass Kevin das immer wieder dann sagt, das ist nur Rap, Bro, das ist kein Battle, du bist da mit Leuten, die mit Rap nichts zu tun haben, wenn du da so ein Rap-Battle machst. Und alle gehen dann direkt auf Mutter und so, ja, whatever, aber doch nicht in so einem Haus mit Leuten, die nichts damit zu tun haben. Und ich will das gar nicht rechtfertigen. Ich verstehe nicht, dass der da nicht einen Unterschied erkennt. Der geht doch hoffentlich nicht auch im Supermarkt an die Kasse und sagt, ob du willst oder nicht, das hier wird dein Battle. Bitte gib mal schnell den Kassenzettel. Ich bin gerade ein bisschen emotional auch. Jetzt hören wir nichts von deinem Liebeskummer und von deiner Emotionalität. Auch ich habe kein Situation. Mitleid mit dir. Trotzdem habe ich es. Red nicht mit trotzdem mir. Trotzdem ist meine Emotion halt auf. Halt die Fresse jetzt, Alter. Herz auf jetzt, Kevin. Ich schwör. Eieiei, Zoes Zündschnur ist auf jeden Fall, ja. Die ist gar nicht mehr vorhanden. Die hat auch gar keinen Bock mehr. Der reicht das komplett. Die hat sich, das muss man sagen, in den letzten Folgen immer aus solchen Situationen zurückgezogen, weil sie, glaube ich, nicht so explodieren wollte. Aber jetzt in dem Umfeld, wenn sie dann immer angelabert wird und Kevin will immer noch irgendwas sagen, der will sich natürlich rechtfertigen, ja? Und Zoe möchte das nicht hören, rastet hier aus und geht schneller an die Decke als Spider-Man. Said und Kevin, wir wählen euch. Aber ich wollte mich nur noch mal entschuldigen für unsere erste Nacht. Wir sind ja da im Forsthaus. Aber leider muss jeden Tag einer raus. Du brauchst uns nicht mehr dissen. Wir werden dich sicher nicht vermissen. Yeah! Oh mein Gott, Runde 1 an Specky. Und ich frage mich, woher der jetzt hier gekommen ist. Aber okay, es ist offensichtlich, alle gehen auf Kevin. Aber das hat er sich halt eben selbst zuzuschreiben. Wer jetzt denkt, boah, ist ein bisschen gemein, die Gruppe so gegen den. Ja, ist halt eine Reaktion auf eine Aktion von ihm. Es ist ja nicht so, dass alle jetzt grundlos darauf eingehen, sondern dass alle so ein bisschen geschockt sind von dem Verhalten und dem ein bisschen ins Gewissen reden wollen, dass das eben nicht cool ist. Weil ich kann wenigstens abnehmen, ja, du bist aber trotzdem du hübsch. Kannst ja nicht mal Schönheitsopfer zum Schöner zu werden, ja? Hast du es verstanden, ja? Ja, habe ich verstanden. Gute Heimreise. Dem Frieden zuliebe, ja. Ich finde es trotzdem scheiße, wenn jetzt alle gegen angängen.
Ich habe mich entschuldigt oft. Aber vielleicht brauchst du so viele Menschen, die gegen dich wirken, dass du einmal ein bisschen mitkriegst. Dass vielleicht was nicht richtig rennt. Und das finde ich auch saustark von Johannes. Ich meine, das war der Kerl, der so am meisten blöd angemacht wurde und der jetzt hier aber nochmal sagt, weil vom Gefühl her, ich finde es vom Gefühl her immer so komisch, wenn alle auf einen gehen, ja? Natürlich, mit dem Wissen, was der halt so gemacht hat, irgendwie schon verständlich, aber trotzdem ist es komisch und ich finde es geil, dass der das sagt. So sehe ich das nämlich auch. Eigentlich nicht cool, alle auf einen zu gehen, aber vielleicht ist es hier mal wirklich der Denkzettel, den der Junge braucht. Ich muss mich beruhigen mit meinem Finger, denn letztes Mal saß ich auf so einem Drehstuhl. Ich habe mir extra jetzt hier so einen anderen Stuhl geholt, damit ich nicht so ausraste. Aber meine Hände fühlen sich wie in einem Orchester, als wäre ich der Dirigent. Deswegen ruhig Blut, weiter geht's. Du kannst nach Hause gehen! Du kannst nach Hause gehen! Wenn du wirklich Größe zeigen willst, lass dir das jetzt. Ja, okay. Und jetzt mal bitte ein Herz unten rein für Gitti. Denn Gitti, das ist wahre Größe. Wahre Größe ist es jetzt auch, die Leute ein bisschen zurechtzuweisen, die dann, geh doch nach Hause, die jetzt dann auch pure Provokation machen, was nicht viel besser ist. Das Ding ist durch, der geht raus, ciao, Kakao. Bleib gesund, mach's besser und such dir bessere Partner. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Passt alle auf euch auf. Ja. Nimm dir das zu Herzen, Kevin, okay? So, die erste Absägezeremonie liegt hinter uns. Kevin und Sai sind damit raus. Und was ist eigentlich mit der großen Allianz? Angeführt von Max, dem YouTuber, mit seiner Cousine Selina. Obwohl die, glaube ich, nichts dafür kann. Max ist hier so der Strippenzieher. Bisschen Raoul-Style vom Sommerhaus. Und ich finde, es macht diese Strippenzieher eigentlich nicht sympathisch. Auf jeden Fall möchte Max jetzt noch eine neue Partei in die schon bestehende Allianz aufnehmen. Klingt erstmal süß. Und wen er sich da ausgesucht hat? Gitti und Carmen. Ich habe das in der Situation wirklich lustig gefunden. Mit zurückversetzt. Schulausflug, Lagerfeuer. Gitti Dings. Nein, nicht der Strippenzieher. Ich sehe es nicht immer leiwand. Ist das cool? Wird das für alles benutzt, dieses Wort, leiwand? Ich glaube schon. Ja, aber eher was Positives, oder? Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt auch interessant. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Also, man denkt so auf den ersten Blick, okay, Specky und Natascha, ist klar, dass die fliegen. Aber das bringt halt dem Spielsystem nicht viel. Du willst ja irgendwann starke Konkurrenten loswerden. Und jetzt sollen also Johannes und Lydia dran glauben. Und Johannes war ja gerade eh im Fokus wegen dieser Aktion von Kevin. Und jetzt möchte man ihn direkt schassen. Hm. So geht es jetzt. Ja. Da kamen mir die ersten Zweifel. Und diese Zweifel können Gitti jetzt nicht schlafen lassen. Und das hat ein bisschen was von dem Exorzismus von Emily Rose, nicht von der Art und Weise, wie sie kommuniziert hat. Gitti steht jetzt aus ihrem Bett heraus auf und steht um 4 Uhr morgens in der absoluten Dunkelheit mehrere Minuten vor ihrem Bett. Jetzt stellt euch mal bitte vor, ihr wacht da auf und blinzelt und guckt dann in die Augen von Gitti. Nichts gegen Gitti, aber ich hätte einen Herzinfarkt. Ich frage mich, wenn Specky das gesehen hätte, der hat gesagt, ach Gitti, wenn du stehst, hol mir nochmal ein Bier oder so. Aber im Endeffekt, das ist schon sehr gruselig. Aber um was es hier eigentlich geht, sie plagt das schlechte Gewissen, weil sie sich in so Allianzen doch nicht so wohl fühlt. Und wir schießen uns immer auf den Eins und garantieren wir, dass wir 4 überschneiden. Da darf keiner brechen. In dem Spiel muss man sich Vorteile verschaffen. Das ist so krass. Das ist wirklich crazy. Und dann auch noch dieses flackernde Licht da unten noch so. Das ist für mich, das ist so witzig, aber auch gruselig. Und was noch viel besser ist, dann geht eben Gitti rüber zu Maxi um was weiß ich, 4-5 Uhr morgens und sagt, ey, bist du wach? Bist du wach? Oh, Maxi, bist du da? Mhm. Sehr lustig, aber das bin ich. Okay? Was denn? Mama halt. Aber... Ich finde, jeder soll für sich das selber kämpfen. Mhm. Weißt du, aber ich bin das nicht. Nein, ich bin überhaupt nicht blöd. Nein, das ist ja auch nicht. Und da ist das Problem. Wer es jetzt nicht verstanden hat,
Gitti sagt das, das ist nicht sie, finde ich auch wieder eine krasse, krasse Aussage, sehr, sehr stark. Und was sagt Max? Ja gut, dann macht euch schon mal bereit, die Koffer zu packen. Das war natürlich sarkastisch so ein bisschen gemeint. Das Problem ist, ich traue diesem Max nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde den nicht super sympathisch. Ich kenne aber auch seine YouTube-Videos nicht, ich glaube, der macht sehr, sehr lustige Sachen, aber der hat schon sowas Spielerisches, Manipulatives. Bisschen. Weil es war seine Idee, das mit Johannes und Lydia und der hat niemanden in der Allianz gefragt. Normalerweise, so kennen wir das zumindest vom Sommerhaus und Raoul, hat er seine Meinung gesagt, so ein bisschen kundgetan. Dann haben alle gesagt, okay, machen wir Handschlag. Aber hier ging es ja nur um das, was Max möchte. Das ist nochmal ganz anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Glaubst du, wie viel Bier heute der Speck getrunken hat? Gestern waren es ja 15. Was? 15 Bier? Das gibt es doch nicht. Ich dachte, das ist ein Witz. Das haben so alle getrunken. 15 Bier an einem Tag. Das ist ja wirklich heftig. Okay, rechnen wir das Ganze kurz mal nach. Wenn das 0,3 Flaschen gewesen sind, also 0,33, dann 15 mal 0,3. Okay, ich versuche jetzt wirklich mal zu rechnen. Sind das irgendwie 4,9, also 5. 5 Liter. 5 Liter Bier, 5 Maß. Okay, ich war vor kurzem auf dem Oktoberfest. Trinkt man? Fairerweise muss man sagen, auch mindestens so 3 Maß, meistens manchmal auch 4. Ist auch krass. Aber so generell an so einem Tag, 15 Bier, das klingt schon so asozial. Aber ich bin froh, ich sehe das dann nämlich auch wie Specki und den Gag muss ich leider jetzt an der Stelle wieder bringen. Also weißt du, was gar nicht geht, Alter? Das ist eine primitive Leute. Specki, wie viel Bier hast du gestern geschafft? Alle gern nicht mehr. 17. Vorgestern habe ich 15 gehabt. Gestern habe ich 17 gehabt. Er hat 20. Ich bin auf einem guten Weg. Der Junge ist das personifizierte Neigzeichen. Erster Abend ging es ein bisschen runter, aber jetzt 15, 17, 20. Der Junge greift nach den Sternen. Das ist wirklich eieieiei. Aber auch hier muss man sich natürlich mal fragen, was deutschen Format, also was Yassin da so verputzt an einem Tag, das müsste man echt mal so ein bisschen zusammenrechnen. Ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr und Hardlicker. Da sind ja 18 Bier, ich komme immer noch nicht klar mit dieser Zahl. Ja. Ich brauche den Alkohol eigentlich gar nicht. Du hast eine Fahne mit und ich spiele genau heute, soll ich das dir auspacken? Für mich heißt diese Flagge, jeder ist willkommen. Geile Aktion. Ja, ich fand das Land, mit der Fahne Aktion. Rauskommen. Geile Aktion. Ja. Geile Aktion. Der Junge mit der Fahne sieht die Flagge und denkt sich, what a time to be alive, full circle moment. Aber natürlich ist es richtig und wichtig und jeder ist willkommen und so soll es ja auch sein. Erstens einmal hat mich einmal gestört, dass das schon vorher besprochen worden ist und ich gar nicht die Möglichkeit gehabt habe, überhaupt mitzusprechen. Das war mir schon ein Ding. Das musst du mit einem direkt anreden. Dann kapier das. Und bei Carmen ist es auch schon, die hat ja meistens so ein kleines Resting-Face, die sieht schon alles eher so ein bisschen kritisch und ich habe das gerade auch gesagt, mich hätte das auch gestört, wenn da einer zu mir kommt und sagt, die hauen wir raus, ja, mir ist egal, was ihr sagt, aber ihr gehört ja zur Allianz, sind wir alle dabei, wenn ihr nicht dabei seid, habt ihr ein Problem mit mir. Würde mir auch nicht gefallen und ich glaube, das ist auch nicht der Weg, so eine Allianz zu führen. Weißt du, was eins auch ist? Du bist ein Familienmensch, gell? Alter, geht mir schon wieder das Häferl ab, ey, Oma, ich hasse das wirklich. Oh mein Gott, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe noch nicht mal die Untertitel verstanden. Aber sie ist jetzt wieder den Tränen nahe, da es um ein familiäres Thema geht oder beziehungsweise um das hier. Mein Sohn im Mann, wir haben uns so einen Connect. Wenn mein Bubi das irgendwann mal sieht, ist egal, ob er es irgendwann mal sieht. Ich und ich sage immer zu ihm, ich weiß, du gewinnst gern, weil er so ein Ehrgeizling ist und gern gewinnt. Aber was ich nicht mag, ist, wenn du schummelst beim Spielen. Und wenn ich jetzt aber schummeln darf, und eigentlich ist das ja auch die richtige Einstellung. Die Frage ist natürlich, wenn der Sohn dieses absolute, asozialste Proletenformat sieht, wo seine Mama drin ist, ob das nicht generell schon nicht ganz so geil ist. Aber hier ist es ja auf jeden Fall wichtig. Nein, jetzt Spaß beiseite. Ich verstehe, was sie meint. Es ist ja im Endeffekt nur ein Spiel. Wenn man es so verkauft, ist es ein Spiel. Wenn man sozusagen mit anderen Leuten sich abstimmt, um jemanden rauszuwählen, ist es eine Art von Schummeln. Dafür steht sie nicht ein. Das sind nicht die Werte, die sie vertritt. Und ja, da hat sie natürlich komplett recht. Man darf sie da nicht verbiegen und nicht verdrehen und nicht verändern lassen. Da verliere ich lieber. Ich muss das ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass du am Kicker stehst. Oder siehst du auch mal, was das für ein Druck und was da für eine Angst herrscht? Wir haben jetzt hier gegen die Regeln unserer Allianz verstoßen, aber im Endeffekt wurden sie aufgenommen und da hat Gitti gesagt, nee, doch nicht, gar keinen Bock. Also da sehe ich jetzt noch nicht die Gefahr für die, weil die auch nicht die krassesten in den Spielen sind. Muss man hier
auch erstmal so sagen. Aber der Max wird sich seinen Teil denken und ich bin mir sicher, dass er die irgendwo im Hinterkopf auf eine Liste legt. Und seine Cousine Selina, die ist eigentlich auch ganz cool, die versucht jetzt nochmal so ein bisschen ins Gewissen zu reden. Und gerade Absprachen machen wir zusammen und nicht mehr alleine. Hör auf damit, Junge. Du musst mehr die Leute fragen, gell? Was? Ich würde mir schon ein bisschen wünschen, dass ich auch ein Mitspracherecht habe. Ja. Der Plan ist, dass in Patrick, also Perlnosen, sein Koffer verschwinden wird. Oh, und Hansi, so heißt er. Hansi und Julia, so langsam kenne ich die Namen, die sind bekannt für kleine Spielereien. Ob Hansi oder Jigsaw, ist eigentlich egal. Hansi und Jigsaw, nicht Geschwister, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, die haben Lust zu spielen. Dem fehlt nur noch dieses kleine Fahrrad da. Zu alles, was gemacht wurde, war der Hansi. Bei Hansi. Und ich liebe das ja. Also, und der Hansi. Oh mein Gott, daraus könnte man wieder was machen. Aber egal, erstmal Schwamm drüber. Der Hansi. Der hat auf jeden Fall für viel Spaß und Trubel gesorgt. Der hatte zum Beispiel diesen Dildo, hat den ins Bett gelegt, hat die Binde, ich glaube, mit Nutella eingeschmiert, irgendwo ins Bett gelegt. Ich sag mal so, das sind so Witzchen, die fand ich in der Jugendherberge auch ziemlich, ziemlich cool. Und er hat den nächsten Streich vor. Kannst du rausgehen? Specki und seine Freundin kurz nehmen. Jetzt sind sie. Na, gestern, schau, es läuft mir jeden Tag im Kopf. Du wolltest mir gestern was sagen. Wenn es mir wieder einfällt. Okay, Ablenkungsmanöver war nicht schlecht, gut gestartet, aber eine Frage zu stellen, was der vor einer Stunde gesagt hat, kritisch. Aber am Vortag, nach 18 Bier, woher soll der das wissen? Ist das ein Koffer? Und der Hansi im Prank-Modus. Also der Koffer wird hier versteckt. Und ja, an sich ist es ja ganz witzig. Die Leute müssen sich ja irgendwie beschäftigen, damit es irgendwas zu zeigen gibt. Und in dem Fall sind es die Pranks. Und ich kann meine Hände einfach nicht lassen. Deswegen stehe ich einfach lieber. Da kann ich rumlaufen, dann wirkt das auch normal. Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du bist der leibende Art. Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass du wirklich so leibend bist. Ne? Wer wird das erst heute Nacht checken? Ja. Wenn überhaupt. Und da bin ich mal gespannt, ob Patrick, der auch Specki heißt, diesen Koffer jemals finden wird und sucht. Vielleicht nach 7 Tagen, um eine neue Boxershorts zu organisieren. Jetzt wieder zurück zu den Allianzen, denn interessanterweise ist Hansi nicht nur der Puppenspieler, was Pranks angeht. Man nennt ihn auch den PP, den Prank-Puppenspieler. Der Junge überlegt jetzt auch, okay, ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Allianzen gibt. Vielleicht sollten wir mal auch eine kreieren. Sollten unsere Allianz zusammenhalten und Stück für Stück ausschießen. Also zu Hans und seine Gefährten gehören die Julia, Lydia, die Paloma. Und Hansi entwickelt sich zum Anführer der Daltons. Wie hießen die bei Lucky Luke? Hießen die Daltons? Muss ich gerade irgendwie dran denken. Bandenoberhaupt Hansi ist es ja eigentlich sauwitzig. Aber es ist nicht schlecht, es ist gar nicht so doof. Man braucht eine Gegenallianz, wenn es eben so eine große Allianz gibt. Ich frage mich, ob er davon weiß oder ob er denkt, es wäre jetzt die erste Allianz im Haus. Wir brauchen nämlich noch einen. Einen brauchen wir noch. Ach, du willst den Speck auch raus, oder? Ja, der fliegt das den, nicht. Den haben wir zuerst raus. Den haben wir zuerst raus, ja. Und dann irgendwie aus der starken Gruppe. Oder wir lassen Speck noch da, damit er uns hilft bei der Stimme. Auch nicht blöd, überhaupt nicht blöd. Und Hansi geht jetzt sofort zu Specki und Natascha, um zu sagen, naja, Leute, wir haben hier schon eine Allianz, wir wollen einen Starken raushauen, was viel besser ist. Er nutzt also Speckis Stimme, wenn das alles so klappt, um einen Großen rauszuhauen, um ihn dann im nächsten Schritt selbst rauszuhauen. Smart. Ich mag euch. Mhm. Ja. Okay. Wir haben vor, eine starke Partei rauszuhauen. Und wer ist die Starke? Das wissen wir noch nicht. Wir brauchen eine Stimme noch, für dass die Starke eine Starke versteht. Wenn ihr jetzt mich unterstützt, garantiere ich euch, dass ihr noch ein paar Tage länger da seid. Und der Junge kommt rüber wie der Pate. Ich garantiere euch jetzt hier, ein bisschen wie beim Mediamarkt, wenn du so ein Elektrogerät kaufst. Ich garantiere dir, du kannst noch länger in diesem Haus sein und ich werde keins deiner Biere wegtrinken. Ist das ein Deal? Haben wir da was? Wenn ich auf euch zählen kann, könnt ihr auf mich zählen, dass ihr noch
mehr trinken kannst hier, okay? Na super. Ich habe einen Speck auf unserer Seite. Boah, war das gut geschnitten. Auch hier nochmal, ich mache das gerne in letzter Zeit, aber wenn es gut ist, dann ist es einfach gut. Allein die Musikuntermalung an dieser Stelle mit dem Schlag hinten auf. Ich hab ihn auf unserer Seite. Genial, hat mir gut gefallen. Und das könnte jetzt sehr, sehr spannend sein. Und ich finde es gut, dass es hier einen Gegenpol gibt zu Max und seiner Allianz. Und ja, da wird es natürlich ein bisschen spannend, wer dann sich schützen wird. Denn noch wissen sie gar nicht, wen sie von den Starken raushauen wollen. Denn wenn sie jetzt einen Namen gedroppt hätten und diese Person würde sich schützen, weil sie ja zu den Stärksten gehört, ist es natürlich schlecht. Deswegen wartet man das nächste Spiel ab. Und was ich mich jetzt auch bei Specky frage. Erstens, bei wievielten Bier sind wir heute? Zweitens, hinterfragt er diese Aktion überhaupt nicht? Man muss aufpassen, wer spricht mit gespaltener Zunge, ja, wer ist ehrlich, wer spült. Ja, aber das weißt du nicht, wir kennen die alles. Ich glaube schon, dass, also der Hansi, wie gesagt, dass er vielleicht blenden tut. Also wenn jetzt Specky anfängt, mit der anderen Allianz zu sprechen, dann ist er vielleicht das Zünglein an der Waage. Was wäre ja geil wäre irgendwie, wenn Specky plötzlich der Puppenspieler wird. Eieiei. Wo ist mein Koffer? Hansi? Na? Wo ist mein Koffer? Ich hab einen anderen geholt. Wo ist mein Koffer? Bin ich schon ganz deppert? Wo hast du denn hingestellt? Da ist er gestanden. Da muss da was sein, bitte. Na, ich hab ihn schon gefunden. Ah, du hast ihn versteckt. Und Hansi spielt hier seine Rolle auch ganz gut. In den ersten drei Folgen ist der blass geblieben, aber hier ist er jetzt wirklich auch noch der Strippenzieher für alles. Hansi hat den Koffer vom Specki versteckt. Und ich glaube, das wird nicht der letzte Streich gewesen sein. Das kannst du sagen, was du gefunden hast. Ja, genau. Jawohl, Baby! Alter, wer ist denn so deppert? Du? Na. Was kriegst du denn so? Ja, ich bin halt ein fröhlicher Mensch. Ja, ich bin's nicht fad. Danke fürs Feedback. Wow, und das ist den Leuten immer wichtig. Schönes Feedback, ja? Ohne dich wird's hier nicht fort. Und er so, Dankeschön, das hat er sich gefreut. Hat er sich wirklich gefreut. Und wer jetzt gedacht hat, okay, mit dem Auszug von Kevin und Said wird das alles so ein bisschen langweilig? Ja, der sieht anscheinend gerade nicht den Helikopter am Himmel, denn da kommt was Neues auf uns zu und das wird auch nochmal richtig, richtig assi. Und wer hat sich jetzt auch gefragt, warum Specky, obwohl da draußen so ein Actionfilm stattfindet, reinrennt, sich das Bier holt? Vielleicht hat er auch gedacht, das ist die Gesundheitsbehörde, die den Alkohol wegnimmt. Er rennt rein, holt sich und macht so ein paar Tornados. Auf jeden Fall, wer ist denn jetzt im Heli? Dürfen wir vorstellen, die Dekadenz in Person. Samt stimmiger Begleitung. Nicht der Champagner ist gemeint, sondern der Butler. Der darf auch mit ins Forsthaus. So, mein Name ist Roland Dudomirska, Cheese Master Cheese from Crazy Cheese. Und meine Mission ist es, die Menschen mit einem Crazy Cheese glücklich zu machen. Oh mein Gott, und ich weiß nicht, ob der Butler so ein NPC ist, aber der guckt auf jeden Fall ins Leere. Crazy Cheese, kenne ich überhaupt nicht, wirkt erstmal wie so eine Comicfigur. Wenn man die zeichnen würde, die beiden, das wäre ein legendärer Comic. Aber ja, okay, wirkt schon ein bisschen unangenehm, bin ich gespannt. Freuen sich schon auf uns, die wissen nicht, wer da kommt. Jetzt freuen sie sich noch, herrlich. Ja, noch. Es kommen alte Männer, es kommen so alte Sugar Daddies oder so. Alte Sugar Daddies, man hat also schon mal eine Gestalt im Helikopter erkannt. Und was machen Paloma und Nadja? Reiche Sugar Daddies bedeutet... Leute, irgendwie ist mir voll heiß geworden. Du bist schon ganz rot. Also man muss ehrlich sagen, der Auftritt war gigantisch. Super ist jetzt mit dem Heli kommen und das soll jetzt reichen, oder was? Das war schon verrückt, aber ich mag Zoes Einstellung. Die ist wieder in dieser Eminem-Position. Die macht auch nicht den normalen Stinkefinger, sondern den Eminem-Stinkefinger mit den Ballen so nach oben. Die ist auf jeden Fall voll angepieselt, dass da jemand reinkommt und so auf cool macht. Die denkt sich, ja und? Alles schon erlebt, alles schon gesehen. Been there, done that. Eminem Stinkefinger. Guten Tag! Das ist der Käse! Willkommen! Der Käse! Servus! Paloma, freut mich! Ich kenne den Käse aber nicht. Also, ich habe ihn gesehen und habe sofort gewusst,
Das ist der Käse, aber. Becky kennt, glaube ich, jedes Format, was in Österreich so läuft und jede Persönlichkeit, die sich im Proleten-TV so auffällt. Und mich wundert, ist der jetzt wirklich Millionär und so ein krasser Typ oder was macht der bei Forsthaus Rampensau? Ja. Junger Millionär? Ich bin schon der Millionär. Was ist? Ich sag euch ganz ehrlich, für sein Alter sieht er top aus. Auf alle Fälle. Also, der ist der Butler, sieht man, ne? Ja? Also Butler, so. Und wie die beiden jetzt um den herumhuschen, das habe ich auch selten gesehen. Und das meinen die scheinbar ernst. Ich dachte, das ist so ein bisschen Joke, aber da wurde sich nochmal aufgestylt, zurechtgerückt und man sieht den Angriffsmodus. Ja, nein, das ist mein Butler. Also, es kommt drauf an, was du ihm zahlst. Du für kurz trinken, macht er alles, fast alles. So. Das ist geil, dass die Gitti da ist. Ich bin ja so ein Fan. Und du? Das ist mein 9. Format. Okay. Oh, Zündschnur, Freunde, Zündschnur. Ich glaube, Roland oder Ronald? Weiß ich jetzt nicht mehr. Beim nächsten Mal hören weiß ich es wieder. Ja, wird auf jeden Fall anecken, vor allem bei Zoe. Der ist ja mit seinem Käse der Millionär geworden. Lässt sich alles zum Arsch dran. Wischt sie mit 500er seine Hosen an. Tut nur Prosecco. Und er ist halt voll exklusiv. Sehr exklusiv. Ja, mit dem Butler wäre es so ein Spaß, oder? Nein, das ist sicher sehr ernst. Mit dem Butler ist der da wirklich eingezogen. Ich muss sagen, ich habe das nicht in Frage gestellt. Ich habe dem das schon geglaubt. Aber das ist schon, das gab es das schon mal. Also dieses Forsthaus Rampensau ist anders und irgendwie besonders. Schätze mal den Kontostand. Schätze mal den Kontostand. Ja. Vom 9, schätze mal den Kontostand. Ich weiß nicht einmal, ob er eine hat. Mhm. Ja, eben. Nicht. Merkt er, die Geld haben, sind meistens die ein bisschen ruhiger sind. Ja, genau. Das ist ein Satz, der trifft auf jeden Fall auf viele zu, aber auf manche auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne den gar nicht. Ich würde den schon einschätzen, dass der ein absoluter Angeber ist, aber da ist irgendwas im Hintergrund. Also ich glaube, der hat schon gut Geld. Aber die Frage steht natürlich im Raum, warum macht er dann da mit? Geht es um das Geld oder will er gesehen werden? Ich glaube, der will noch bekannter werden, denn ich kannte ihn bisher nicht, aber jetzt werde ich ihn nicht mehr vergessen. Oh, herrlich. Teuerste Pizza der Welt ist Leiwand. Ist in New York. Ja. Was kostet dein Stück? Na, die Pizza kostet $2,700. Aha, interessant. Man kann auch von ihm viel lernen. Ich glaube, Nadja ist wirklich hin und weg. Die schaut so an ihrem Arm runter und denkt sich, ja, gut, aber so eine kleine Chanel. Hermes, eine kleine Yves Saint Laurent, sollte drin sein. So, Roland, sag her, was du hast. Die gute Ware, ja. Schau her, die Anzahl war ein guter Stoff aus Amsterdam. Hier, mein Butler wird euch eine Käseplatte machen und wird euch den Champagner säbeln. Interessiert keine Sau, Alter, wir sind in einem Proletenformat, wo rauf wurde. Es ist auf jeden Fall mal was anderes und wie Zoe und ihr Teammate so die Abneigung zeigen, ich glaube, das wird in der nächsten Folge richtig, richtig schön krachen. Wir hatten alle eine Freude, haben das gegessen, man hat gesehen, wer interessiert ist an seinem Käse und wer nicht und wir, noch ein Käse. Also ich fand's toll. Ich auch. Schau mal. Wenn man das mit sich vereinbaren kann, ist das schön. Nur ich werde dort vorne stehen und werde sagen, dein Käse habe ich nicht gefressen, dein Champagner habe ich nicht gefressen, das muss man bestechen. Hä? Das waren keine echten Scheine, oder? Hat der gerade 500er verteilt? War das echtes Geld? Das war fake, oder? Das war schon fake. Nee, also es wurde nicht richtig aufgelöst und nicht wirklich darüber gesprochen. Es gibt auch keine Interviews, wo jemand gesagt hat, geil, dass wir Geld bekommen. Also glaube ich, dass es fake war. Aber dann wirkt es ja noch komischer. Oder stehe ich auf dem Schlauch und habe hier was nicht verstanden? Ein Glas trinke ich mit dir. Okay. Bist du so lieb? Könntest du nur ein Glas geben für die Kitty? Ein Weinglas. So eins, das ist besser für den guten Champagner. Du könntest deinen Butler holen, der könnte das machen. Butler, wo ist mein Butler eigentlich? Und Carmen denkt sich, hat der mich gerade gefragt, ob ich Gitti ein Glas hole? What the hell is going on? Ja, aber merkt ja auch bei Carmen, wie sie schaut, die hat gar keinen Bock auf den, das merkt man ihr an. Und ja, ein Glas holen für Gitti, ich wäre auf jeden Fall aufgestanden, aber das Band zwischen den Beinen ist eh schon zerschnitten. Ein Glas bitte für die Gitti aus dem Pasta. Ich will ja kein Glas mehr. Kindisch wie die Hintergrundmusik. Schnappi, und wenn er charming ist, dann bittet er mir auch ein Glas. Carmen! Mir wurde nichts angeboten, deswegen trinke ich. Nein, Moment, nein. Warte, Carmen, wir auch noch. Nein, danke. Ich verzichte. Drama incoming. Und ich bin mir hier sogar ein bisschen unsicher, ob er das absichtlich macht oder nicht. Er hat natürlich auch sagen können, hey, möchtest du auch was trinken? Vielleicht kennt er die Namen nicht. Bei Gitti war es ihm wichtig, weil er halt ein Fan ist. Hat er das geblickt oder nicht? Weiß ich nicht. Mir ist das nicht aufgefallen.
Aber er hat sie geschickt, hol ein Glas, ja, man geht's, ne? Und dann hat er, und das war der nächste Seitenhieb, dass ihr angestoßen habt und ich sitze dort und mir bietet da keines an. Also das ist, boah. Ich glaube, das ist absichtlich, ne? Das ist provoziert. Und das war's mit dieser Folge. Wir bekommen noch eine kleine Vorschau. Schnecken checken und sowas, der hat das schon nicht gefunden. Da fühlt man sich gleich mit zu Hause. Der Dominik wäre der perfekte Mann für dich. Da kannst du was lernen. Eskaliert komplett. Und ich kann nicht mehr. Allein diese Vorschau war schon wieder so interessant und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Ich wünsche euch an der Stelle nur das Beste. Wir sehen uns schon bald wieder. Bis dann. Ciao.